mit seinem wirklich einzigartigen Stil. So, Loic Meyer ist der Nächste. Und nach ihm dann Manuel Feller. Sechsmal auf dem Riesentorlauf-Podium oder Podest im Weltcup-Rennen, aber nie ein Sieg. Dreimal Zweiter, dreimal Dritter. Der fährt jetzt wahnsinnig schnell. Der fährt jetzt aus wie eine super schöne, griffige Piste wäre. Meine Damen und Herren, das ist unglaublich, wie der da jetzt dahin zirkelt. Dieser Nebel dürfte aber die Athleten da nicht behindern. Das ist nur durch den Weitwinkel und der eröffnet jetzt nicht für uns. Unglaublich, was der für einen Grip hat. Kurzen Kantendruck. Gestern schon super in Form gewesen und vor allem, wie er den Innenski mit einbaut. Auch auf dieser eisigen Piste. Gewaltig. 86 Hundertstel Vorsprung. Jetzt für Loic Meyer, der hier eine super Fahrt erwischt. So. Jetzt geht es darum, die Kraft für die letzten Tage. Ja. Es fällt mir auch, das ist mir gestern im Slalom schon aufgefallen, der war oben extrem körperspannungsmäßig unterwegs, unten ein bisschen nachlassen. Sensationell. 1:06 Vorsprung. Loic Meyer dürfte ein paar Tipps bekommen haben von Marco Odermatt. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, schlagt es ein bisschen die Spur auf, wird es da griffiger oder hat halt er die Mega-Abstimmung gefunden, Spuren sind drin, schau, oder hat er halt einfach eher die Schärfe genau richtig erwischt. Riesenvorsprung für Loic Meyer, Gratulation zu diesem Lauf, so etwas wie ein Traumlauf. Ja, ich denke, es war oben gut gestartet, dann hat es wirklich gedreht, habe ich einfach gedacht, okay, weiterarbeiten, nie stoppen. Und das hat gut geklappt. Es hat so einfach bei Ihnen ausgesehen. War es auch wirklich so einfach? Ja, ganz einfach war es nicht. Aber ich war einfach probiert, wirklich ruhig zu bleiben, nicht übertreiben, nicht etwas extra machen, einfach akzeptieren, wie es war, den Schwung. Und dann, ja, es war schnell. Marco Odermatt ist auch gekommen und hat gratuliert. Was hat er denn gesagt? Ja, einfach kurz diskutiert, wie es war, die Schnee und so, wie ich mich gefühlt habe. Und ja, das muss ich Gas geben, den Zweiten. Alles Gute für den Zweiten. Danke. Ganz unglaublich, in Abwesenheit des Seriensiegers wird ein Schweizer heute triumphieren. Aber Marco Schwarz ist auf dem Podest, aktuell Zweiter. Und Loic Meyer geht ins Rennen und hat 64 Hundertstel Guthaben. Der ist im ersten Durchgang gefahren, wie von einem anderen Stern. Auf Teufel im Haus, kurz Druck geben, ganz ruhig durch die Schläge. Und auch jetzt, schau, da so dieses, dieses lässige unterm Ski. Einfach total die Lockerheit drin. Sechsmal im Riesentorlauf-Weltcup auf dem Podest. Dreimal Zweiter, dreimal Dritter. Nie gewonnen. Einen Parallel-Riesentorlauf hat er einmal für sich entschieden. Jetzt hat er noch immer 62 oder wieder an Vorsprung. Und wie so oft, wenn einer schnell ist, es schaut so total locker aus. Auch wenn einmal irgendwo ein bisschen zu direkt wird, da fangen die Schwitzen an. Ja, das ist souverän. Der fährt das sehr solide, das ist großartig. Bitte, bitte. Der zirkelt den Zielhang da runter. Aufgepasst, jetzt muss er schon noch ganz schön kräftig drucken. Jetzt wieder ein bisschen direkt. So, und das wird jetzt interessant. Hat das Kavietzl besser erwischt oder er? Es müsste jetzt ausgehen. Wenn er da jetzt auf Zug fährt, ja, wohl, Schwung hat er mitgenommen. 19, 36, es ist Loic Meyer, dann letztendlich mit knapp 6 Zehntel. Der seinen ersten Sieg im Riesentorlauf feiert. Und damit ist es heute ohne Marco Odermatt ein Schweizer Doppelsieg. Loic Meyer gewinnt vor Gino Kavietzl auf Rang 3. Marco Schwarz, bestes Weltcup-Ergebnis. Einmal war er bei der WM auf dem dritten Platz. Aber was ist das? Unglaublich. Auch für ein gutes Zeichen. Im letzten Riesentorlauf vor der WM haben wir Marco Schwarz auf dem Podest. Ist dies super herrlich. Versprechen. Total lässig, Doppelsieg und die Schweizer werden richtig abgefeiert da in Schladming, taugt mir total. Und Loic Meyer hat die Stellvertretung von Marco Odermatt heute hervorragend ausgeführt. Das ist Wahnsinn, die springen da in die Bresche. Odermatt immer wieder in Führung zur Pause und dann zum Sieg. Loic Meyer hat gezeigt, dass er auch nervenstark ist. Erster Sieg in einem klassischen Einzelrennen. Einen Parallelriesentorlauf, wie gesagt, hat er schon mal gewonnen. Einen Weltcupsieg, somit ist es sein zweiter heute. Er gewinnt und das letztendlich 59 Hundertstel vor Gino Kavietzl, der damit auch auf dem Podest landet. Und
seinen dritten Podestplatz erreicht. Der zweite im Riesentorlauf und Kavetzels zweiter Platz heute ist auch sein bestes Ergebnis im Riesentorlauf überhaupt. Das hat auch Marco Schwarz geschafft, den wir jetzt ein bisschen feiern. Ganz großartig. Und das bei dem Programm, das er im Moment fährt. Also Marco Schwarz, sein Zielhang zum Beispiel, so nach vorne arbeiten, da wo es so steil und schwierig ist, hat mich fasziniert und er ist dafür Gott sei Dank belohnt worden. Erster Podestplatz in der aktuellen Saison für Marco Schwarz, das hat sich abgezeichnet. Nur ist er in so vielen Disziplinen gut, dass wir nicht wussten, wo genau als erstes auf dem Podest landen wird. Sechster in Wengen bei der Abfahrt. Ja. Da haben ein paar Speedler wirklich mit die Ohren geschnackelt, wie es den gesehen haben. Am Tag danach Siebenter im Slalom. War schon Siebenter im Riesentorlauf. Viele Top-10-Ergebnisse, Marco Schwarz. Platz 2 heute für Gino Kavietzel. Auch das hat sich abgezeichnet in den letzten Wochen, Monaten eigentlich schon. Immer stärker geworden, jetzt auch auf dem Podest. Und ein würdiger Sieger hier bei dieser Schladming-Premiere. Nachtriesentorlauf, und da werden wir auch noch Resümee ziehen. Tolle Veranstaltung, super Piste. Der Nebel hat oben ein bisschen reingepfuscht bei ein paar Läufern. Aber auch bei Loic Meillat und Gino Kavietzel war es oben dicht. Ja. Und sie haben es ins Ziel gebracht. Der Sieger heute, Loic Meillat. Souverän auf der Piste gewonnen. Loic Meillat feiert seinen zweiten Weltcup-Sieg nach jenem im Parallelriesenslalom von Chamonix damals. Ich nehme an, der heutige Sieg hat doch ein bisschen einen anderen Stellenwert, oder? Ja, ich denke, es ist sicher anders. Erste Weltcup-Sieg war erledigt, aber im Riese hat es gefällt. Im Slalom fällt es immer noch. Und für das ist schön, dass es endlich klappt im Riesenslalom. Sie haben schon ein paar Mal nach dem ersten Durchgang geführt. Ich kann mir vorstellen, dementsprechend ist jetzt die Erleichterung groß, oder? Ja, am Ende war ein paar Mal schon erst im ersten Lauf. Er war immer auf dem Podest hinten. So. Das heißt schon, dass das Skifahren da war, aber das Team auch etwas klein gefällt. Und so heute, dass es klappt, ist wirklich schön. Haben Sie am Start daran ein bisschen auch gedacht? Oder was waren Ihre Gedanken am Start? Nein, am Ende war ich ziemlich ruhig. Ja, wie gesagt, er war schon ein paar Mal erster, so er weiß auch, wie er sich fühlt, was er machen musste. Ich habe gewusst, das Skifahren hat gepasst im ersten Lauf, sowieso nicht im zweiten. Und wollte einfach das da klare zeigen, eigentlich eine starke zweite Lauf. Und das habe ich es geschafft. Und jetzt ein Doppelsieg auch noch schöner? Ja, ich denke, mit Gino es zu feiern, Teamkollege, aber wirklich neben der Piste ein sehr guter Freund und für das macht es doppelt schön. Es hat es schon auch seit den letzten Jahren immer wieder geheißen, der Loic Meillat ist sicherlich einmal auch ein Kandidat für den Gesamtweltcup. Ist das nach wie vor so ein Ziel? Ja, ich denke, wenn ich schnell skifahre jede Wochenende, wenn ich da ein paar Mal im Interview stehe, das heißt, ich fahre gut und dass dann es kann klappen, aber ich denke, es ist eigentlich ist ein Ergebnis von einer guten Saison und für das muss ich jedes Wochenende voll nach vorne fahren. Bei der Weltmeisterschaft in Cortina haben Sie zweimal Bronze geholt. Ich nehme an, Medaillen sind natürlich noch jetzt auch das Ziel. Na sicher, ich denke, das ist Ziel, die Medaillen. Ich weiß, habe ich viele Disziplinen, viele Chancen. Wie viele Disziplinen werden es werden? Ja, sehr wahrscheinlich etwas 5 auf 6. So, es gibt viele Chancen, aber es ist viel, es ist anstrengend. So körperlich muss ich fit bleiben. Das ist am wichtigsten, glaube ich, und dann kann es alles gut gehen. Der Gino hat schon von einer kleinen Party in Athene gesprochen. Wird es wirklich geben? Ja, eine Party nicht, aber ich denke, ein Glas gehört dazu, nach ein gutes Rennen es zu genießen mit dem Team. Aber es gibt Rennen, die kommen sehr schnell, so müssen wir auch nicht spät machen oder etwas. Okay, nochmals herzlichen Glückwunsch, freue mich sehr. Danke. Dankeschön.